Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Den Rest schenken wir uns. Wir machen gleich weiter. Wir sind in der Hauptstory. Und hier haben wir in der letzten Folge aufgehört. Im neuen Militär. Ja gut, wir schießen meistens nicht mit der Pistole. Es ist mir relativ egal. Munition gibt's auch für die großen Waffen immer genug. Elektronisches Gerät erkannt. Aha. Wo denn? Das ist meistens so eine Audio. Wie nennt man das? Na, ihr wisst, was ich meine. Hier ist es nicht. Oh, hier sind schon Gegner. Ist das da hinten? Da ist es. Dann müssen wir aber erstmal die Gegner platt machen. Jawohl, der ist down der Decke. Und der andere auch. Gut, dann können wir uns das Audio mal reinziehen. Sauberes Wasser aus der Vitalkaraffe. Die kostet um die 50 Euro. Macht das Wasser hexagonal. Ja, hat eine bessere Schwingung, hat das denn. So, weiter geht's. Das war alles noch easy, aber das wird nachher noch schwieriger. Gehe ich mal von aus. Alter, das ist eine geile Optik hier. Elektromagnetische Laden entdeckt. Boah. Alter! Wir haben noch keine. Wir warten erstmal, bis wir unsere Drohne haben. Irgendwo noch was zu looten, ne? Upstairs. Ah, nicht mehr lange. Lampe. Er ist tot.
Macht Laune, macht das, muss man ehrlich sagen. Was ist das? Eine Maske? Untersuchen. Ja, weil das alles jetzt schon Stufe 5 ist, sollten wir das auch ausrüsten. Oh, da oben ist noch einer. Na komm! Komm! Zeig dich jetzt, du Affe! Boah, da ist der Deckel!
Nice. Das waren alle. So. Haben wir einmal das. Loot. Holster. Der ist bestimmt besser. Ja, der ist besser. Gut, ausrüsten. Wunderbar. Müssen nach oben, kann das sein? Nach oben, ne? Das war sicher Wade. Schade, aber er ist nicht unser Primärziel. Gehen Sie ins Fernsehstudio und bringen Sie die Kerle ein für alle Mal zum Schweigen. Gut. Gehen wir nochmal hier rein. Ah, das geht da nicht rein. Doch. Hier ist nämlich noch, das habe ich gehört hier. Nichts. Mr. Williams. Aha. Ja, Sir. Willkommen. Wie schön es hier ist. Trotz der schwierigen Lage ist Ihnen so etwas Malerisches gelungen. Es gefällt mir. Danke, Sir. Ihr Mann sagt viel über seinen Charakter aus. Wissen Sie, was mir hier zu Hause über Sie verrät? Nein, Sir. Es zeigt, dass Sie fleißig und ordentlich sind. Vielleicht etwas zu sehr. Aber in jedem Fall verantwortungsbewusst. Es muss schön sein, so friedlich zu leben. Leider hat es aber einen Preis, solche Gemeinschaften zu verteidigen. Aber wenigstens gehen Sie der Gefahr aus dem Weg. General, ich... Vor unserer Ankunft hier sind wir auf einen Ihrer Nachbarn gestoßen. Er schien unsere gute Arbeit hier nicht zu schätzen. Nach allem, was meine Männer durchgemacht haben, konnte ich das nicht akzeptieren. Aber wir werden kaum dasselbe Problem haben. Wie Sie wohnen, verrät mir auch, dass Sie mitfühlend sind. Und großzügig. Bitte, nehmen Sie sich, was Sie wollen. Außerordentlich freundlich von Ihnen. Menschen wie Sie bringen uns voran. Sie sind eine Quelle der Inspiration. Wir sehen uns in einer Woche. Dann haben Sie bestimmt noch mehr für uns. Das ist eine Shotgun. Die ist auf jeden Fall besser als die andere Shotgun. Dann nehmen wir die. So, weiter geht's. Jetzt kann man hier hinten noch rein. Ich glaube nicht. Oh, neue Musik. Ja, jetzt nicht mehr. Suchen Sie nach dem Übertragungskontrollmodul. Darüber läuft die ganze Viewpoint-Kommunikation. Wenn Sie es zurücksetzen, dann werden die True Suns ausgesperrt und wir können die Kanäle übernehmen. So. Holla, die Waldfee. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier machen müssen. Hier.
Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz. Na komm! Wunderbar, oh! Yeah, hier sind noch ein paar! Alle Einrichtungen vor Ort wurden zurückgesetzt oder befinden sich unter SHD-Kontrolle. Unsere Kommunikation steht und die Trusans bekommen nichts mit. Fluktuationen im lokalen Stromnetz erkannt. Kommunikationseinrichtungen offline. Was zum Teufel? Ich sehe zahlreiche Gegner auf dem Dach. Sie bauen rund um den Funkmast EMP-Störsender auf. Es ist Wade. Er versucht, den Mast zu sabotieren. Ohne ihn kann niemand von Viewpoint aus senden. Agent, gehen Sie aufs Dach. Sie müssen verhindern, dass er den Mast ausschaltet. Was ist das denn? Ah, wieder eine Shotgun. Haben wir noch Platz, dann können wir sie noch mitnehmen. So. Jetzt müssen wir da oben hoch. Dann nehmen wir das mal wieder mit hier. Unsere, wie nennt man das? Stationäre Waffe. Elektromagnetische Lauten entdeckt. Wade verwendet EMP-Störsender, um den Funkmast zu überlasten. Schalten Sie sie aus, bevor der Mast zerstört ist. Oha. Systemfehlfunktion. Ein Moment. System wieder online. Machen wir gerade noch eine Fluppe. Ich weiß nicht, ob ich das früher gezockt habe. Das würde mir gleich bekannt vorkommen. System reaktiviert. System unterbrochen. So. Moment. Jetzt kann es weitergehen. System wiederhergestellt. Systemfehlfunktion. Ich glaube, hier gibt es keinen Wiedereinstieg. Wollen wir gleich mal sehen. Kein Wiedereinstieg. System reaktiviert. Strukturelle Integrität bei 75%. Agent, Sie müssen Wade aufhalten. Wir brauchen diese Funkmast. Mit dem aktiven EMP-Störgerät ist Ihre Shell-Technologie nutzlos. Schalten Sie es aus. System wiederhergestellt. Ah, wir haben hier Probleme mit der Drohne. Komm, steh auf, du. Systemfehlfunktion. Oh, das ist nicht einfach. Das kenne ich, glaube ich, noch. System wiederhergestellt. System gedrosselt. System unterbrochen. Also vorsichtig vorgehen. Systemfehlfunktion. Das nervt mich, ey. Ich glaube, der ist down.
Ach so, wir haben nicht so viel Zeit. Sehe ich gerade jetzt erst. Ich glaube, wir mussten hier unten runter, wenn ich mich daran noch erinnern kann. System reaktiviert. Hier das hier, ne? So muss man das machen. Die Störsender. Ey, du! System wieder online. System unterbrochen. Komm her, du! Strukturelle Integrität bei 25%. Der Funkmast hält keinen weiteren Treffer aus. System gedrosselt. Bin leer! Ich glaube, das schaffen wir beim ersten Mal nicht. Wiederhergestellt. Systemfehlfunktion. Oh. Ja, ich weiß. Nee. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent getötet. Aber das schaffen wir trotzdem. Ladezeiten auf der PS5. Natürlich ein bisschen schneller. So. Müssen wir mal sehen, wir müssen diese Teile, glaube ich, kaputt machen. Schalten Sie sie aus, bevor der Mast zerstört ist. Ah. System unterbrochen. So, der muss kaputt. Agent, Sie müssen Wade aufhalten. Wir brauchen diesen Funkmast. Mit dem aktiven EMP-Störgerät ist Ihre Shell-Technologie nutzlos. Schalten Sie es aus. System wieder online. Mist! System-Fehlfunktion. System wiederhergestellt. System gedrosselt. So, wo ist dieser Störsender? Hier, ne? System reaktiviert. Dahinter. System-Fehlfunktion. Steh auf! System wieder online. System gedrosselt. Oh, ich muss nachladen. Strukturelle Integrität bei 50%. Oh, wo ist dieser Scheiß Störsender? System wiederhergestellt. Nur einer ist noch, ne? System unterbrochen. System reaktiviert. Systemfehlfunktion. Oh Mann, komm. System wiederhergestellt. System gedrosselt. Jemand wurde getötet. Wo ist der scheiß Störsender? System wieder online. System unterbrochen. Der muss ja da hinten sein. Da ist er. So. Wo ist der andere Scheiß? System reaktiviert. Wir brauchen nur noch einen einzigen. Fast gestorben. Wir haben noch Zeit, oder? Jetzt haben wir unendlich viel Zeit. Kein Ziel auszumachen. So, der muss da hinten weg. Vorsichtig. Fehlt nur noch der... So, und jetzt den Big Boss. Ja, ich kann auch die Drohne nehmen.
Scheiß Division! Haltet sie von mir fern! Jawoll! Das haben wir gleich. Wunderbar. Ja. Oh, 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 da ist noch ein. Jetzt haben wir es geschafft. Vielleicht haben wir die Drohne. Jetzt. Wunderbar. Das war's. Trophäe. Frohe Kunde verbreiten. Sobald der Funkmast repariert ist, können wir die Reichweite unserer Sendungen erhöhen. Und Stufe 6 sind wir jetzt schon. Holla, die Waldfee. Das war aber nicht einfach. Sie sollten sich diese Bilder von General Ridgway ansehen. Zwischensequenz. Entsichern. Bringt die medizinische Ausrüstung zur Klinik. Und der Proviant kommt in das Lager bei der Messerhalle. Die Kisten bleiben in dem Truck. Hey, was? Wir verschwenden keine Vorräte mehr an diese Leute. Na los, Private. Sir. Was zum Teufel machen Sie, Colonel? Diese Leute sind schon tot, Doktor. Sind Sie verrückt? Sie brauchen Hilfe. Und was ist mit dem Stab? Kollateralschaden. Und nehmen Sie Ihre Hand von meinem Soldaten. Wenn Sie nicht damit aufhören, werde ich Sie melden. Was zum Teufel? Tore verriegeln, Sergeant. Sieht aus, als gäbe es hier einen Aufstand. Sichern und laden! Schlagen Sie ihn nieder. So, das war unsere Belohnung. Sozusagen die Zwischensequenz. Agent braucht Verstärkung. Einsatzgebiet verlassen. Ich weiß, wo das geht, aber wir haben natürlich noch Loot. Haben wir den hier? Wir brauchen noch wieder Rüstung. Oh, das ist eine Shotgun. Die ist aber nicht unbedingt besser. Das könnte aber was Besseres sein, was wir brauchen. Ja, deutlich. Das werden wir auch gleich. Und das kann man ja schlecht sehen. Ich glaube, so haben wir es angelegt. Gut. Einsatzgebiet verlassen ist da hinten. Kernherausforderung abgeschlossen. Das ist mit meinem Uplay-Konto wohl verknüpft. Ich weiß nicht, das wurde, glaube ich, in der Aufnahme nicht angezeigt. So, hier kommen wir jetzt auch schneller raus. So, das war's schon. Wollen wir mal sehen. Das haben wir abgeschlossen. Wunderbar. Das Safe House, ich weiß nicht, ob man da mal reingehen sollte. Mal gucken, ob wir da das schon freischalten können. Probieren wir einfach mal. Mal sehen, dann müssen wir hier raus. Können wir hier raus? Ja. So.
Wo müssen wir jetzt lang? Da lang. Probieren wir mal. Das sind natürlich stärkere Gegner. Aber unsere Mission ist definitiv gespeichert. Oh, da sind gar nicht stärkere Gegner. Wir sind auch gleich schon da. Das wäre ein guter Abschluss fürs Let's Play. Weg gehen hier. Bei diesem Kampf geht es nicht um die Rettung von Amerika. Schaut euch doch nur diese scheiß Stadt an. Wie soll man denn da patriotisch sein? Das Land ist vor 7 Monaten gestorben. Was sind das für Stärk sind die? Safe aus. Jawohl. Müsste gehen. Auch wenn es in einem ganz anderen Bereich ist. Zu Beginn des Ausbruchs Agents stationiert gewesen. Gott sei Dank haben sie die Feinde nicht aus der Stadt gelassen, auch wenn wir dadurch mehr Probleme haben. Player versus Player, aber sowas ist nicht meine Sache. Ist nun per Schnellreise erreichbar. Na, guck mal, die sind ja schon an Level 25. Tragbares Elektro. Sie sind vielleicht allein da draußen, aber wir unterstützen Sie. Viel Glück, Agent. Grüß dich, Candy. Einer meiner besten Freunde von der PlayStation. So, das können wir uns nochmal anhören. Was brauchst du? Du musst mir helfen, diesen Leuten beizubringen, allein klarzukommen. Ich tue, was ich kann. Aber ich kann mich nicht klonen. Und die Fraktionen werden jeden Tag stärker. Ich habe Besseres zu tun, als deine Bürger für dich zu babysitten, Odessa. Ich glaube eher, du schuldest mir noch was. Das ist unfair, und das weißt du. Unfair bringt mehr, oder? Diese Bürger sind die Zukunft, Alani. Ohne sie macht alles keinen Sinn. Na gut, okay, ich mach's. Aber ohne Samthandschuhe. So habe ich mir das vorgestellt. So, das ist jetzt auch alles freigeschaltet. Wie groß ist die Map überhaupt? Ich glaube, hier unten geht es nachher. Das kann sein, dass das hier unten noch weitergeht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht eher in die Richtung hier. Ja. Abwarten. Ja, meine lieben Freunde. In der nächsten Folge, wir sind jetzt Stufe... Ups. Stufe 6. Das ist zu Stufe 9, Nebeneinsatz, Stufe 11, also wir sind, ach so, weil wir in einem Bereich sind. Stufe 7. Den hatten wir schon. Wir schauen uns jetzt einfach nochmal an, was wir jetzt in der nächsten Folge machen können. Hier ist noch ein roter Kontrollpunkt, den können wir übernehmen. Dann ist hier ein Nebeneinsatz, der passt auf dem Level. Stufe 6. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu dem Kontrollpunkt Schnellreise. Das, was wir gerade gespielt haben, die Hauptstory, das habe ich früher noch auf dem PC gespielt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber viel mehr nachher nicht mehr. Ich muss
trotzdem hat Spaß gebracht. Ja, meine lieben Freunde, in der nächsten Folge werden wir erstmal den Kontrollpunkt hier fertig machen. Die kann man dann auch schnell fertig machen, das geht ziemlich flott. Und dann machen wir den Nebeneinsatz Stufe 6. Ja. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge The Division 2 auf der PS5. Mit dem PS5-Controller und so macht mehr Spaß und hat seine Vorteile, schnelle Ladezeiten und so. Vielleicht auch mehr FPS. Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.